Das Gelände und die Hangsteilheit sind wichtige lawinenbildende Faktoren. Im Turmbereich ist es wichtig zu wissen, ist man über 30 Grad oder unter 30 Grad. Denn ab 30 Grad können wir ein Schneebrett auslösen. Genau deswegen ist es so wichtig, dass wir die Hangneigung im Gelände einschätzen können. Da gibt es eine Faustformel, wenn Spitzkernen in einem Hang drinnen sind oder ich Spitzkern machen muss, um da aufzukommen, weil die Fälle zurückrutschen, dann bin ich in etwa an die 30 Grad unterwegs. Ich kann das natürlich auch messen. Ich nehme ein Neigungsmesser her und suche mir vorher einen Hangbereich aus, den ich jetzt wissen möchte, und misse den nachher nach. Das heißt, Anna, wie steil haben wir es denn da ungefähr? Nein, ich würde sagen 25 Grad. Ja, dann sage ich auch, sage ich 27 Grad. Messen wir nach, oder? Mit einem Neigungsmesser, zum Beispiel wie der. Es gibt andere Alternativen, wie mit Handys oder so normale Pendellots. Legen wir auf die Schneeoberfläche und schauen wir uns das an. Gut, Anna, 25 Grad haben wir. Perfekt, am Grad genau. Diese Hangneigungsmessungen während der Natur nebenbei zu kontrollieren mit so einem Neigungsmesser ist einfach deswegen so wichtig, damit ich, wenn ich einen Hang wirklich einschätzen muss, nicht im Hang zum Messen anfangen muss, sondern den einfach von der Weite schon einschätzen kann, der hat in etwa 30 Grad. Also übt das wirklich gut durch. Triebschnee ist im Turmbereich eine gefährliche Situation. Triebschnee kann man aber in der Natur sehr einfach bei guter Sicht erkennen. Zum Beispiel so wie hier. Hier haben wir einen Windkolk. Hier wird der Schnee vom Wind abgetragen. Der Schnee wird verfrachtet und da hinten abgelagert. Man spricht von einem Kometenschweif. Hier kann ich erkennen, wo der Wind lokal herkommen ist. Habe ich noch andere Triebschneezeichen, die ich einfach erkennen kann? Ja, da haben wir ein wunderbares Beispiel, das sind die sogenannten Windganging. Die harten Schneeschichten bleiben gegen den Wind stehen. Die weichen Schichten werden von Wind wegtransportiert und werden im Lee abgelagert. Gerade im Turmbereich ist es wichtig, dass wir wissen, wo lokal der Triebschnee liegt. Und alle anderen Windzeichen schauen wir uns jetzt noch auf der Tour an. Schaut, da haben wir wunderbar Wächten, die uns die Hauptwindrichtung zeigt. Zeigt uns in dem Fall auch, wo der Triebschnee hingewandt ist. Zeigt uns auch ganz gut, dass das eine aktuelle Verwehung ist, weil die Kante da noch ganz spitz und kantig ist. Also aktuelle, frische Triebschnee-Ablagerungen. Ja, wenn wir jetzt also links Richtung Berg rauf blicken, da sehen wir wunderbar die Schneedünen, ein Gefahrenzeichen, wo wir heute nicht hingehen. Weiter oben sehen wir noch die Schneefahnen. Schneefahnen zeigen, dass Schnee verfrachtet wird und dieser Triebschnee wird im Lee abgelagert. Das heißt, Triebschnee zu erkennen ist für uns Skitourengeher ganz, ganz wichtig. Aber hat den Vorteil, mit einem gewissen Wissenshintergrund kann ich solche Gefahrenbereiche gut umgehen. Wenn wir uns das Gelände da jetzt anschauen und unsere Tourenziel anschauen, dann würde ich eher vorschlagen, wir lassen die Bereiche aus, oder? Wo wir jetzt wirklich so Rinnensysteme drinnen haben, die wir ja wissen, mit Problem behaftet sind, weil sie einblasen sind und so weiter. Ich würde vorschlagen, wir schauen, dass wir den Rücken dort außen nochmal umgehen, dadurch auch lawinensicher unterwegs sind, weil eben am Rücken unterwegs, und gehen dann oben weiter in den Bereich ein, in den flacheren. Perfekt. Machen wir so, oder? Machen wir so. Passt. Gute Idee. Es gibt verschiedene Lawinenarten. Im Turmbereich ist die Schneebrettlawine die Lawine, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen. Für eine Schneebrettlawine brauche ich drei Faktoren. Ich brauche eine Hangsteilheit über 30 Grad, ich brauche eine Schwachschicht und ich brauche eine gebundene Schneetafel. Also sprich,
Triebschnee. Also Schneebrett kann man sich folgendermaßen vorstellen. Die bricht linienförmig an und rutscht wie eine Scholle talwärts. Im Vergleich zu einer Lockerschneelawine. Die Sonne scheint auf dem Felsen, der Schnee wird nass und der Schnee kugelt wie ein Schneeball runter und nimmt den anderen Schnee mit, also so wie eine Birne. Lockerschneelawine. Aber im Turmbereich ist es die Schneebrettlawine, die die gefährlichste Lawinenart ist, die uns auf der Tour beschäftigt. Das heißt, die anderen Lawinenarten, wie eine Gleitschneelawine zum Beispiel, ist jetzt natürlich auch gefährlich, aber ist nicht so das Hauptproblem für uns Tourengeher, weil sie besser einschätzbar ist. Also die kann ich gut erkennen. Dort habe ich ein Fischmaul, geht nicht runter und ich umgehe diese Gefahrenstelle.